Hallo zusammen, willkommen zu einer neuen Folge CineDomme aktuell. Ich war mal wieder im Kino und zwar habe ich mir den neuesten Film von Marvel angeguckt, Doctor Strange. Wir beginnen mit der Story, wie immer, und da muss ich sagen, war ich positiv überrascht. Ja, es wird mal wieder eine Herkunftsgeschichte erzählt, aber sie wird nicht so extrem breit ausgetreten, sondern das Tempo des Films ist sehr angenehm und trotzdem wird eine spannende Geschichte erzählt mit einem ernstzunehmenden Gegner. Einer der besseren Marvel-Stories, muss ich sagen, aus dem Cinematic Universe, hat mir gut gefallen. 8 von 10 Punkten. Figuren und Darsteller, da haben wir wirklich sehr, 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 sehr starke Darsteller. Wir haben einmal Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle als Doctor Strange, dann haben wir Amy McAdams in einer Rolle und Tilda Swinton in einer Rolle und Mads Mikkelsen spielt mit und der Typ von 12 Years a Slave, wo ich nie weiß, wie man ihn ausspricht. Wirklich, wirklich super, super, super gute Besetzung. Allerdings bleiben die Figuren bis auf Strange selber ein bisschen blass und auch seine Wandlung im Film geht natürlich ein bisschen schnell. Da ist man einfach durch die Serien heutzutage wie Breaking Bad oder so natürlich tieferes Charakterisieren gewöhnt. Aber für einen Film und vor allem für einen Marvel-Film muss ich sagen, sehr, 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 sehr gut gelungen. 9 von 10 Punkten bei Figuren und Darsteller. Atmosphäre und Design, also da war ich echt positiv überrascht. Die Atmosphäre ist richtig, richtig, richtig gut gelungen, also wirklich richtig geil geworden. Das Design ist so ein, zwei Mal fand ich so ein bisschen ungewöhnlich, was natürlich teilweise auch beabsichtigt war, aber hat bei ein, zwei Kleinigkeiten nicht ganz meinen Geschmack getroffen, trotzdem absolut hohes Niveau, toll designt, tolle Atmosphäre, richtig, richtig hochwertig gemacht. 9 von 10 Punkten bei Atmosphäre und Design. Dann kommen wir zum Humor und da muss ich sagen, Doctor Strange war deutlich amüsanter, als der Trailer hat vermuten lassen. Er ist natürlich nicht so witzig wie Guardians of the Galaxy oder Ant-Man, aber er ist doch immer wieder so, dass die ernsten Themen durch Humor aufgelockert werden und bei mir zumindest hat auch der Humor hervorragend funktioniert, war richtig toll. Aber wie gesagt, nicht so viel Humor wie bei Guardians oder so, deswegen 7 von 10 Punkte bei Humor. Dann kommen wir zu Schnitt und Kamera. Die Schnitte waren mir teilweise ein Tick zu schnell, gerade in den Action-Szenen. Schade, aber alles in allem waren sie wirklich gut und die Kamera war fantastisch in dem Film. Also da muss ich sagen, richtig, richtig toll. Abwertung gibt es hier nur für die ein bisschen zu schnell geschnittenen Action-Szenen in meinen Augen. 7 von 10 Punkten. Effekte und Action, da muss ich sagen, wow, 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 wow. Der Film hat Effekte und Welten auf die Leinwand gezaubert, die ich bisher so noch nie im Kino erlebt habe. Und da muss ich sagen, Marvel, ich ziehe meinen Hut und danke euch für diesen Film. So wurde Magie noch nie präsentiert und es war richtig, richtig, richtig geil. Also da muss ich sagen, absolut beide Daumen hoch. Effekte und Action waren beide absolut vom Feinsten, richtig, richtig toll. Auch wenn jetzt nicht ganz so viel Action drin war wie in einem reinen Actionfilm, aber trotz allem die Hochwertigkeit der Action-Szenen und der Effekte rechtfertigt hier trotzdem meine 10 von 10 Punkten, finde ich. Spannung muss ich sagen, die Geschichte war durchaus spannend, zumal der Schurke hier auch durchaus eine nachvollziehbare Motivation hat. Das hat mir wirklich gut gefallen. 8 von 10 Punkten bei der Spannung. Der hat mich und vor allem, also ich möchte jetzt nicht viel verraten, aber ich fand auch die Auflösung zum Schluss ziemlich kreativ und sehr gelungen. Soundtrack fand ich, ja, so Marvel-typisch. Das ist immer eine der größten Stärken. Es gibt wenige Themen, die so richtig ins Ohr gehen. Sie funktionieren gut im Film, unterstützen alles gut, aber es sind einfach keine Ohrwürmer dabei. Schade, wieder mal verschenkte Chance. 7 von 10 Punkten. Kommen wir zur Genrewertung. Und da muss ich sagen, Doctor Strange ist einer der wenigen, wenigen Filme dieses Jahr, die mich nicht enttäuscht haben, sondern im Gegenteil mich sehr, sehr, sehr positiv überrascht haben. Der Film
bietet wirklich die perfekte Mischung aus Spannung, Action, Humor, ein bisschen Liebe, ein bisschen Tiefgang auch. Es ist nicht ganz so flach und allein schon durch Doctor Strange, der ein wirklich arroganter Sack ist am Anfang, aber auf andere Art und Weise wie Tony Stark, aber richtig, richtig gut, hat mir gefallen, auch seine Wandlung und so. Deswegen kann ich hier sagen, Genrewertung 10 von 10 Punkten. Absolute Empfehlung für Doctor Strange, einer der besten Filme dieses Jahr bisher, finde ich, was das Unterhaltungssegment angeht. Die Gesamtwertung, da ziehe ich nochmal ein Pünktchen ab, weil eben dieses Magie-Thema und diese mega fantastischen Welten vielleicht wirklich nicht für jedermann was sind. Aber wenn ihr dem nicht abgeneigt seid, gebt dem Film eine Chance. Er ist wirklich richtig, richtig, richtig unterhaltsam. Einer, wo man sich wirklich nicht schämen muss, den im Kino gesehen zu haben. Der ist richtig toll, der Film. Ich habe den ganzen Film in 3D gesehen und muss sagen, 3D, absolut Daumen nach oben dieses Mal. Das hat sich wirklich gelohnt. Die Welten, die da auf die Leinwand gezaubert werden in 3D, erzeugen Bilder und Szenarien, die ich so bisher noch nie erlebt habe. Und das war ein tolles Erlebnis. Absolut genial. Gebt euch da tatsächlich mal die paar Euro mehr für 3D. Es lohnt sich dieses Mal. So, das war's auch mit meiner Kritik. Ich hoffe, sie hat euch gefallen und weitergeholfen. Und ich hoffe, ich habe euch nicht zu viel gespoilert. Ach ja, übrigens, es gibt zwei Szenen nach dem Abspann. Also einmal während des Abspanns und einmal noch komplett, wenn alle Credits durchgelaufen sind. Also bleibt sitzen. Das war's von meiner Seite. Abonniert meinen Kanal, wenn ihr es nicht gemacht habt. Lasst mir einen Daumen nach oben da. Bis dann, macht's gut.